Also mit diesem Skin, das, ich finde, das macht schon einiges, ne? Das wertet sowieso Abby schon auf. Und ja. Puta madre, they're close. Puta madre. Warum ist da alle so viel reicher als ich? Ja, ey. Through here. Ich erinnere mich nochmal, was der Kollege eben meinte, was? Ach ja. Or maybe she. So there is a bit of charm in seeing her do what comes naturally to her. Hey, Digga, wenn ich da an dem Tisch gesessen hätte, ich glaube, ich hätte mich vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Rohrbombe. Oh, beide noch am Leben. Das ist scheiße. Ey, hä? Warum zieht er denn jetzt so krass? Oh, unsere Leute sind da. Oh, hey, 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 hey. Jawohl, tötet sie. Ja, gut, Jungs. Schlachtet sie ab. Geil. Mord und Totschlag. Sehr gut, danke, Jungs. Ehrenhafter Move. Hitler Jumpscare. Ach, die Oma ist. Ach, die ist. Hat das nicht auch Brammen von Pietsmiet hat doch auch immer Stories erzählt, dass seine Oma auch noch so Hitlergruß macht oder so und immer noch von Hitler gut redet und so. Es ist. Es sollte nicht so. Es ist eigentlich kein lustiges Thema, aber es ist sehr, sehr, sehr lustig. Ja, aber followen denn jetzt hier so viele rein? Was geht? Leute, ganz im Ernst. Guck mal, wie viel Progress wir in diesem Stream gemacht haben. Holy shit. Wir haben schon das erste Level mit Abby abgeschlossen, einfach. Einfach fast durch, Junge. Wahnsinn. Manche in meiner Schule machen das aber auch zum Spaß. Das finde ich aber nicht lustig. Das Ding ist, Kinder. Wir hatten auch mal so eine Phase, ne, Caro, mit 15, 16, du raffst das alles noch nicht, du machst auch deine dummen Jokes, um lustig und edgy zu wirken und so. Ja. Open the gates. Let him through. No. What? I'm back. Squeeze this as hard as you can, okay? Apropos wegen was ich kaufe oder nicht, mein Kumpel, meine Kumpels sagen immer, wenn man zu mir kommt, denkt man, man kommt in einen privaten Mediamarkt, weil im Wohnzimmer steht eine Xbox Series X, eine PS5, zwei Switch und im Schlafzimmer steht eine Xbox Series S und irgendwo liegt die dritte Switch. Ja, das ist schon hart, Alter. Das ist schon. Hey. You did all right back there. It's almost a compliment. Go get help. Stay, Allison. Come on, it's this way. Moin, moin an die ganzen Leute, die jetzt um fast 1 Uhr nachts nochmal dazukommen. Schaut da durch. That was a lot of blood, right? She shouldn't be out. Ja, surprise, surprise. Die schwangere Frau sollte nicht auf dem Schlachtfeld sein. Wow. Daran konnte ja niemand denken. Wahnsinn. Here. Immer noch 102 Zuschauer. Bruder.
Hey, was ist denn passiert? Warum haben wir denn auf einmal so viele Zuschauer? Ich dachte, letztes Mal waren auch, ich glaube so im letzten Stream waren auch durchschnittlich über 100 Leute da. Aber ich dachte, das war einfach nur, weil halt 3 Tage hintereinander gestreamt wurde, weißt du? Ich hätte gedacht, dass heute wesentlich weniger Leute da sein werden. Lurker schreibt mal, warum ihr hier seid. Hey, ich meine, das ist halt, ich meine, so ein Stream im Hintergrund laufen zu lassen, ne, ist natürlich was Cooles. Man zockt nebenbei und so. Ich kenne das. Ist chillig. Je länger der Stream, desto mehr Zuschauer. Also ist die durchgehend. Ja, guck mal, das ist halt das Ding. Das stimmt. Genau. Je öfter und je länger des Streams, desto mehr, ne, so funktioniert halt Twitch. Aber ich bin ja kein Streamer. Ich bin YouTuber. Aber Stream macht Bock. Bisschen auf Porno oder wie. Aber ihr seid ja ehrlich. Immer dran denken, was, wenn der Film nicht mehr ist, hab ich dann weniger Klicks. Leon mag Scheren. Leon mag Scheren, Digga. Muss aber sagen, also damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich meine, gut, so 100 Zuschauer. Ich bin mal gespannt, wie krass das, wie hoch die Zuschauerzahlen, so sage ich mal, noch gehen können. Aber ich glaube nicht viel höher. Aber mal schauen. I don't know. Highway to Twitch-Partner. Das Ding ist, von den Zuschauerzahlen kann ich mich als Twitch-Partner bewerben, aber ich streame zu selten. Auch von der Streaming-Zeit ist es auch okay. Hey there, Abby. Aber ich streame zu wenig Tage im Monat. Ich müsste irgendwie, glaube ich, jede Woche noch einmal zusätzlich streamen. Dann könnte ich mich als Twitch-Partner bewerben. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ist mir sowas von scheißegal. Also legit. Selbst wenn, also vielleicht, wenn ich die Bedingungen erfülle, ne, drücke ich da drauf, um zu bewerben und mal gucken, was passiert, aber an sich ist es mir scheißegal. Zuschauer bändet sich wie ein Aktienkurs, ja. Man sucht sich seinen Beruf nicht im Haus, jetzt bist du Streamer. Naja, aber freut mich. Logischerweise, wow. Mit Partner hast du halt besseren Split, ne? Ja, das stimmt. Ich meine, gut, wird bei mir jetzt nicht so einen Riesenunterschied machen, weil die Twitch-Einnahmen einfach nicht hoch sind. Aber ich habe auch gehört, dass das nicht, dass du, glaube ich, noch irgendwie noch besonders, noch höher sein musst oder so. I don't know. Haben wir doch irgendwann mal drüber geredet. Und Rob meinte auch, dass da nicht automatisch, wenn du Partner bist, direkt diesen 70-30-Split hast, sondern, keine Ahnung, dass es noch unter speziellen Konditionen ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Immerhin bist du Affiliate, Junge. Wer erinnert sich noch an die Affiliate-Streams, Alter? Einfach nur paar mal extra streamen, damit man den fucking Affiliate-Status hat. Wann offiziell eigener Merch? Ey, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es wird nicht mehr allzu lang dauern. Aber ja. Okay, wo? Ah, hier. Bitte kein Opfer-Merch. Naja, es muss irgendwas Lustiges an Merch sein. Aber mal gucken, ich habe keine Ahnung. Was ist denn für Merch verkaufen? Naja, hier, was verkauft man? T-Shirts, Pullis und so ein Scheiß. Machen ein eigenes Happy Po-Merch. Ja, den Standard-Scheiß, ne? T-Shirts, Pullover, sowas. Kann man sich mit gutem Gewissen in den Arsch rein. How you doing, Melon? Just a few more stitches. Bist noch online? Ich bin noch online, Digga. Ich zieh nur durch. Hey Mel. Relax. You got it. Hey, I need some muscle, so can you two give me a hand or something? Sure. Don't move. I'll just be here. Durchgehend relaxing. Online. Nora, have you had a chance to relax? I'm shipping out to the West Side Hospital in a few.
or desire to get everything. How's Mel? Skull and Bones sind besser, wäre gut am Merch. Ich bin sehr gespannt. Was wird denn das nächste Ubisoft-Game sein? Weiß das jemand? Ist das nächste große? Wird es Assassin's Creed sein oder haben sie noch was anderes in der Pipeline? Die Lochis habe ich auch schon lange nicht mehr über die Way. Machen die Lochis noch was? Ja, ne? Ich weiß nicht, das sind alles so YouTuber. Von denen hat man früher was gehört, aber mittlerweile. Aber ich bin auch nicht da drin. Das merke ich immer wieder. Ich meine, die gehyptesten YouTuber gerade sind ja dieser Family-Kanal, die Jindawis oder so. Bruder, bevor jetzt die ganzen Leute Videos gemacht und so haben, habe ich von denen noch nie etwas gehört. Und das waren die Größten, sind irgendwie gerade die Größten in YouTube-Deutschland so. Legit noch nie ein Video von denen gesehen. Weil man einfach nicht in diesen Sphären unterwegs ist. Uff, Digga, das sind ganz schön viele Leute. Ah, Star Wars Outlaws. Yo, stimmt, Outlaws. Aber wann kommt das? Wann kommt Star Wars Outlaws? Kinderkanal Safe, das ist so ein... Halt so ein Typ, der filmt halt einfach seine Familie, seine Kinder oder so, so wie ich das verstanden habe. I don't know. Das ist überhaupt nicht so, also sowas kann ich mir nicht reinziehen. I don't know. A few days back there were some scar sightings out by the marina. Familie, die leben halt, ja. Danny and Owen sind on a street. Überhaupt nicht mein Content. And this morning the guards found. Weil ich das glaube ich auch niemals selber machen würde. He'd walked himself back with a bullet. Auch die Geburt und so, oh Gott, ja. Pinches Escarcijos, puta. Dein Markennamen wird gerade gewählt. As far as I can tell, there's no units going back that way. So what about Owen? Did you ask Isaac what happened? Ich würde vermutlich wirklich was mit Epic Gamer Boy machen. That fucking look, and then he told me to keep quiet about it. Which means you can't say shit. Owen's a big boy. I'm sure he's fine. Where is Isaac? I'll be discreet. Quit your life. Last I heard, he was in the apartments. Okay, I'm gonna go check up on Mel, so. Let me know what you guys find out. Yeah. Wieso noch weiter? Ich weiß, was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Das Ganze, wir leben in wilden Zeiten. So, Dark Souls 1 mal eben durchgespielt. Emo-Brand dann einfach. Ja, man muss die Nischen decken. Was soll ich dir sagen? Das Ding ist, ich kann halt nicht das Offensichtlichste wäre natürlich Mr. Ubisoft drauf zu klatschen, aber das kann ich nicht machen. We're looking for Isaac. He's inside. Going in. Fuck, hab eins vergessen. Enttäuschend. Das wäre ein hammer Name. Got time for a game? Can't. Here for Isaac. Whatever, big shot. Not my fault. I'm so good at what I do. See you around. Klatsch Ubi-Mann drauf? Ne, ich glaube, ich weiß nicht, was ich mache. Ich muss mir das überlegen. Ich weiß auch nicht, ob ich dann so einfach so richtig Standard-Merch machen würde, aber halt einfach nur mit einem lustigen Spruch, so dass man quasi auf den ersten Blick gar nicht erkennt, dass es Merch ist, sondern einfach, sag ich mal, so ein schwarzer Pulli. Aber dann, wenn man so guckt, es steht da irgendwie so ein dummer Spruch oder sowas. Oder aber so richtig abgefuckt, also so richtig offensichtlich irgendwie einfach nur ADHS auf dem T-Shirt ist oder so. I don't know. Dreieck für Inventar wäre schon wilder Merch. Aber das ist halt, wie gesagt, also, ne, das habe ich schon bei der Flasche gesagt. Das sind halt alles so Insider aus dem Stream, ne? Und ich verstehe ja so, aber das muss ja dann, das müssen YouTube-Insider sein. You know what I'm saying? Das müsste dann irgendwie, keine Ahnung, Too Late Man und Mr. Ubisoft oder irgendwie so. Halt diese Insider, was halt in den Stream, ach, in den YouTube-Videos immer ist. We need to go up. Isaac's in there. Oh. Do you know if he'll be long? Said again when you two arrive. Well. Wer braucht schon YouTube-Kappa?
Boah, ich würde aber sagen, nach der Cutscene machen wir dann Schluss, ey. Langsam. Sorry. Langsam ist auch viel hier. Oh, uff. Sieht man seinen Schwengel? Losses on our side, just some minor injuries. Can't say the same for them. Wish I was hearing more of that. Never seen the no. Hey, was soll ich sagen? Hey. Wir haben crazy überzogen heute. What's going on, boss? These small skirmishes. Bevor es vorbei ist, wir wollten nochmal sagen, zurzeit Lieblingsstreamer und Streams machen echt Spaß. Ah, da freut mich. Da freut mich Capcom. Leute, die noch nie geschrieben haben, schreiben gerade extra dafür, no, du kannst da nicht einfach aufhören. Ey, vielleicht machen wir am Donnerstag auch wieder einen längeren Stream, ne? Wer weiß. Ne, wir machen keinen 24-Stunden-Stream draus. Nee. Big storm, a few days out. We're gonna use it to mask our approach. You two are gonna lead the first wave. Okay, let's go. I want Ellen. Streams größer, our real life. When are you and Danny getting back? Who talked, Nora? Secrets between the Salt Lake crew, huh? Is someone okay? As far as I know. Then why didn't you send a search party after him? He shot Danny. Bitte hab keine schlechte Laune am Donnerstag und trinken Energy davor. Excuse me. That's not Owen. You got it wrong. You're saying Danny used his last breath to lie to me? Sir. People hear that story. Owen's dead. Anyone who finds him, they'll gun him down for sport. And I suggest you all stop gossiping about it. Meine Nachrichten ignorierst du einfach, okay? I'll walk him back in. Was hast du denn geschrieben? Ich sehe deine Nachricht nicht mehr. You said yourself the storm's a few no. days. We've only got one shot. Du kündigst du normalerweise deine Streams an auf Instagram. This is bigger than any of us. Geh am Donnerstag zu deinen Eltern essen. Turns up, then fine. I'll give him the benefit of the doubt. And we'll get to the bottom of it. I need you, Abby. Yeah. Wir brauchen alle, Abby. Ach, das habe ich geschrieben. Ach ja, sorry. Bei mir im Zimmer ist eine Wii, dann noch ein Super Nintendo. Zwei Game Boy Advance, SP, DS, 2DS und noch 4, 3DS. What the fuck? Drei Switches und dann noch eine PS4, PC, zwei Handys, iPad. Einfach dieser anders flexende Boss. Lüge. Abby, don't. I'll be back by morning. You just gotta cover me till then. Isaac will kick your ass. Woher weißt du, Goofy, das denn? He heard him, he needs me. If Owen's out there, how the hell are you going to find him? I know where he'll go. Na, jetzt kommt wieder eine Rückblende, ne? Guck mal, perfekter Zeitpunkt. Ja. Nee, noch eine Rückblende schaffe ich nicht. Wir gucken die Cutscene noch. What?
PS1, PS5, PS Vita, PSP, zwei Handys, ein iPad, Wii, 3DS, Atari, NES, Game Boy, Switch und noch einiges mehr. Jetzt kommen hier die flexenden Bosse. We made it all the way up here, just so you could wimp out on the last two steps. Yeah. Yes, deal was to get up here, so. Mm. All right, here's what's gonna happen. You're gonna get your ass over here. Ich hab zwei PlayStation 5s. Or you can go down here on the so, bam. Und PC. And look at this. Und eine Switch. We can't miss training. Angeber. Really? Not even just for one night. Können so ein Video machen wie Drachenlord. Ich habe das und das. Ich habe einen Steam-Account. Ich habe einen Pornhub-Account. Ich habe eine Freundin, ist das auch was wert? Ja, kommt auf die Freundin an. Don't. Don't, do not, it is too high. Oh my God. You know, I don't think I can live like this anymore, Abby. Owen, I'm serious. I will break up with you. Owen. I always loved you. Owen! Boah, da muss ich aber sagen, da connecte ich mich, gut mit Abby. Ich habe auch fucking Höhenangst. Ich habe eine Mikrowelle. Ja, im Göttergarten sieht das auch. Kommt auf den Göttergarten an. Komm, Mama. Kommt drauf an, wie gut sie kochen kann. Unter anderem, ja. Abby ist eine blöde Kuh. Höhe kommt mies gefährlich, ja, ja. Ich hab zwei Mikrowellen, warum? Ich will auch kurz flennen. 5 Kakerlaken, 2 Spinnen, 8 Ratten, 9 Schimmelflecken, 10 Löcher im Dach, 1 Aufgeschlag eines Fensters. Nicht schlecht, Digga. Ich habe eine kaputte Heizung, Wahnsinn. I found something pretty awesome. What? I think you're gonna have to follow me to see it. Okay. Ja, für was 2 Mikrowellen, ja, das ist die Frage, Junge, holy shit, ey. 6 Stunden, wir sind nicht nur bei Abby angelangt, wir haben den ersten Part von Abby schon, ne, hier. No. Ja, am Donnerstag geht's weiter. Noch 5 Minuten, nee. Aber am Donnerstag geht's weiter. Donnerstag 19 Uhr machen wir hier weiter, vielleicht gucken wir noch ein Video, machen eine Reaktion. Ich kann nicht versprechen, dass wir am Donnerstag wieder so lang streamen werden. Das kommt ganz auf den Donnerstag an. Okay. Aber vielen Dank für den Stream. War sehr, sehr lustig. Hat oh, Junge. Dicker. Junge, ja, einfach nochmal zum Ende hin mit 10 verschenkten Subs. Du bist doch einfach nur wahnsinnig, Digga. Danke dir. Grieche ohne Geld. Wahnsinn. Holy shit. Vielen Dank, Grieche ohne Geld. Shoutout an jeden, der in dem Stream war. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und am Donnerstag geht es weiter. Kuss an alle. Vor allem an Grieche ohne Geld, der jetzt wirklich kein Geld mehr hat. Ja, macht's gut, ne? Skö.